Gib mir ne Mini und ich fange an zu bassen. Shop Jump Baxter, ich fange an zu racen. Hol den Holzleim raus, baller mit dem nahen Eul. Lieber von Revell, steinhart wie ein Gargoyle. Trage Farben auf wie ein Bomber Napalm. Male kleine Blitze auf die Schwetter wie Radarfallen. Ich mal halt Marine für Marine, Punkt für Punkt wie Hakim the Dream. Alles für das Team, Kings of the Hill. Und hast du keine Ahnung, geh nach links zum Chill. Was soll ich sagen, Mann, ich liebe dieses Hobby. Und kommst du aus Ultramar, frag doch einfach Bobby, ist okay. Viele Leute wollen nur spielen, ist okay. Lass die Würfelrolle mit Stil, aber hey, was wollen die ollen Kings hier? Die kommen und holen Platz 1 bis 4. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles, im 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles, im 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Shop Jump Baxter. Plane meine Züge so wie Nathan sein Vater. Wart mal, hab ein nasses Märmel und deine Minis kommen nach dem Battle auf den Sperrmüll. Auch wenn ich sehr will, Spaß hat die Prio 1. Alles was ich mache für die Vibes. Lieber Zitadell oder Nikes. Auch das Kettenschwert kommen Spikes. Für jeden Bad-Rap kommen Likes. Zeig auf Snapchat, Attack Vibes. Jederzeit bereit in die Schlacht zu ziehen. Für die Ewigkeit seiner hohen Macht zu dienen. For the Emperor. Dieser Satz ist real, also mach keine Faxen und fang an zu spielen. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles, im 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles, im 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles, der 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas, wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Auf dem Weg zum Mars. Yo, 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 yo. Auf dem Weg zum Mars, Mars. Du, du, du. Welcome back, fans. We're gonna have some fun tonight. England. Alrighty, kiddos. Ich begrüße erstmal. Nee, ich kann das ja nicht singen. What the fuck? Das glaube ich nur. Der internationale Lim ist am Start. So sieht es nämlich aus. Und der internationale Lim geht noch bald in viel Inter. Nee, darf ich nicht sagen. Okay. Liebe Freunde des gepflegten Tabletops oder auch Tabletop-Athleten oder 40k-Athleten, wie Adrian diesen Begriff einstmals geformt und geschmiedet hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Limstag. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Wenn nicht, Pech. Holt euch besser aufs Internet. Ich habe die Qualität des Streams mal etwas raufgesetzt, damit mein hübsches Gesicht mal gewürdigt wird. Mua. Guten Abend, Martin Zimmer, du warst die Nummer 1. Ich habe schon ganz früh tippen sehen, den ich hier probiert habe, verzweifelt irgendwie aufzuräumen. Hat nicht geklappt. Aber ich hoffe, dir geht's gut. Genauso mit dem Alexander Hötzl, Alex H., Sushi, Olli, God of Troll, Harry von den Würfelgöttern. Schaltet mal bei dem einen, der einen riesen Twitch-Stream.
Jan Pollmann, Jay Everest, Safti Elementaria, Caro, M1K Marker, Markus Bauer, servus zusammen. Steffen Preis, Matthias Hans, Grenta, der Erstgeborene, Firstborn, Davina, ich grüße dich, Synthas, Marc Naumann, Max, Jonas Wesen, moin, 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 DJ Robstar, Gude aus dem Herzen Europas, das könnte Tschechien sein. Fnatic40k, ich grüße dich auch, Trafficman, ahoi, hoi. Davina geht nochmal kurz den Laptop anschmeißen. Bullerika und Asna. Da fällt einem direkt der Pinsel aus der Hand bei solchen Sprüchen. Welchen Sprüchen? Wahnsinn! Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Dieser Stream ist gesponsert von PK Pro, eurem Zubehörhändler, wenn es um Farben, Airbrush und so weiter und so fort geht. Alles, was das Hobbyherz begehrt. Natürlich auch Figuren, klar. Ich habe nämlich heute erst ein Foto von jemandem bekommen, der seine brandneue Evolution ausgepackt hat. Herzlichen Glückwunsch zu dieser geilen Airbrush. Battle Ready Painter, ich grüße dich. DJ Robstar ist aus Gieße. Gieße ist gerade mal eine Stunde weg von mir. Und wenn ihr auch mal jegliche Fragen habt mit dem Airbrush-Zubehör oder Farben oder sonst irgendwas oder vielleicht auch einfach mal ein bisschen verhandeln wollt oder einen geilen Gesprächspartner sucht, ruft bei PK Pro an. Genug von der Schleimerei. Mach schnell den Kaffee leer. Liebe Zuschauer, unsere Themen heute sind einmal, was hat's mit diesem verdammten Judge-Seminar auf sich? Zum einen, Servus Thunfischbeule. Na, was geht? Soll ich nochmal das andere Licht auch noch anmachen? Irgendwie ist meine Stirn so dunkel. Wenn ich schon so wenig Haare habe, will ich das auch beleuchtet haben. Oh, das ist zu hell? Können wir jetzt wie diese TikTokerin mit diesen Ringen rüber? Nee, es ist ein... Oh Gott. Daniel Akonjewitsch, der ist nur hier, um frühzeitig ins WTC-FAQ gucken zu können. Und wie sich das gehört, hat man auch beim Malen eine Decke überm Schoß. Verdammt! Die Lehnen wollen nicht über dem Schreibtisch oder unter den Schreibtisch. So geht's. Okay. Machen heute mal so ein bisschen Talkshow-Style. Genau, weil ich werde euch heute die brandneuen WTC-FAQ-Änderungen mitteilen. Genau, der Jan Felix schickte mal Gummibären mit. Die gebe ich immer meiner kleinen Tochter. Umfangreiche Änderungen oder eher wenig. Es sind Sachen dabei. Sagen wir so. Vor allem die neuen Fraktionen haben wir angefasst. Die Knights haben wir angefasst. Und so weiter und so fort. Was ist deiner Meinung zu Astra Militarum und Arm of Contempt? Nein, das ist weg. Könnt ihr vergessen. Gehe ich aber auch gerne später nochmal drauf ein. Behaltet euch den Gedanken. Genau, ich mache dann einfach ein Giveaway mit den ganzen Gummibären, ne? Ne, ich mache heute ein ganz anderes Giveaway. Ich verlose... Moment. Jeder, der die haben will. Buttons! Diese Buttons mit Raised Banner, ups, und Data Retrieved und so allgemeine Tokens, gebe ich mal so ein Päckchen weg heute. Aber ihr müsst halt dranbleiben. Ihr wisst nicht, wann verlost wird. Was? 9 Uhr? Was? Nein, nicht 9 Uhr. Was? Das war WhatsApp-Sound. Immer schnell aus. Sorry. Was ist das für ein geiler Beat? Ihr wollt mich alle dancen sehen. Gebt's doch zu. E-Mail, den Catch. Ah, WhatsApp. Okay. Zu viel WhatsApp. La la la. So, okay, da. Ah! Uiuiuiuiuiui. Da sind schon einige Bilder am Start. Lightning malt hier ziemlich sexy Wotan an. Die gefallen mir. Schöne Bases auch. Die sind zwar noch schwarz, aber schön gesandet.
Der Jay malt hier einen übelsten Leviathan an. Der hat einen Jeans-Stealer in der Klaue. Auch geil. Und Elementari beschäftigt sich mit brandneuen Custodies. Geil. Geil! Alle so hobbyaktiv. Ich war seit bestimmt 2 Wochen hier nicht mehr am Malen. Es sieht aus wie hingeschissen. Ich habe bei meiner eigenen 5% Rabattaktion bei PK Pro, die wir vor 2 Wochen, glaube ich, hatten. Oder letzte Woche hatten? Nee. Wir sind durcheinander. Hatten wir die vorletzte Woche? Ich glaube. Oder vor 3 Wochen? Habe ich vergessen, auf Kauf abschließen zu drücken, ich Idiot. Dass die ganzen Farben und so weiter, die ich mir schon rausgesucht hatte. Und die ganzen Pinsel. Alle weg. Für'n Sack. Ich sag's ja nur mal. Für'n, ne? Auf gut Deutsch. Für'n Arsch. Guten Abend, Mike. Dittberner. Samuel von der Ehe. Falls ich vergessen habe, dich zu grüßen oder dich jetzt doppelt grüße, fühl dich dreifach gegrüßt. Guck dir Turnierlayouts an, um dich zu inspirieren zu lassen. Moment, Davina. Apropos Gelände, wo finde ich im Netz Hilfe zum Aufstellen eines Nephilim-Spielfeldes? Naja, du schickst eine E-Mail an carofthehill2@gmail.com oder fragst uns in Kings of the Hill exklusiven Discord. Bist du da überhaupt? Guck ich doch mal ins Kings of the Hill Discord rein. Davina. Nee, ich glaube nicht. Davina. Aber du könntest. Du könntest. Wie kommt man in diesen Discord? Indem man entweder hier bei YouTube Sub ist, bei Adrian im Twitch Sub ist, bei Patreon oder Kofi Sub ist. Läufst unter Luisa? Moment, das doppelt kontrolliere ich jetzt. Kings of the Hill Discord, Luisa. Nein, nicht in dem kleinen Privat-Discord von uns. Wir warten noch mal, bis so die letzten Einschläfer eingeschaltet haben, bevor wir mit den heißen Themen anfangen. Adrian Will von der Rut, auch dich begrüße ich mal besser. Heute sind spannende Themen am Start. Also der Link wurde mir auch zugesendet, aber da kam immer wieder eine Fehlerwelle. Wahrscheinlich 7 Tage nur gültig. Oder du hast vergessen, heute auf den Like-Button zu drücken. Eins von beiden. Geile Mucke. Ah! Timo Röns. Yo. Ich weiß gar nicht, wie laut die Musik für euch ist, aber ich fühle mich funky. So. Neueste Neuigkeiten. Ich als kleiner Lim bin verantwortlich für das WTC-FAQ. Weltweit. Ich schwinge das Zepter. Das Zepter der Macht. Der Würfelbunker. Servus. Deswegen habe ich heute auch ein WTC-T-Shirt angezogen. In das von Amerika habe ich nicht reingepasst. Das von Schweden kann ich nicht finden. Das Australien ist noch nicht da. Das Polen ist mir auch zu klein. Ich habe mein Judge-Trikot anziehen können. Wobei das nur ein T-Shirt. Und das Pink, was ziemlich cool ist. Also habe ich England genommen. Okay. Moin, Meister Exi. Darf man dich jetzt jedes Mal auf mich schimpfen? Ja. WTC-Trikot ist auch ein geiler Flex. Ja, das stimmt. Wow. Aber wer ist Head Judge von... aber wer den Head Judge von GW Royal... Ja, das stimmt. Das stimmt. By the way, kann ich jetzt schon sagen, dass ich zu 99% beim Warhammer Fest in Manchester für Games Workshop judgen werde. Das wird heiß. Ein 10.000-Mann-Event. Das wird geil. Wenn die gleichen Leute wiederkommen, wie sie in New Mexico waren, dann wird das eine Mordsgaudi. Und wenn ich nicht judgen werde, werde ich trotzdem hinfahren, weil es wird mega.
1 Adrian spioniert hier rum auf der Suche nach Content für Donnerstag. Der hat genug Content, auf jeden Fall. Der macht ja die Ernsten. Also der kennt's ja aus und so. Ich mache ja nur Quatsch und verteile Tokens und Giveaways und Würfel. Aber, weil ich gerade so den Micha Gemeke sehe, von dem ich die Idee auch habe, vielen Dank für die Idee, habe ich mittlerweile meine Command Points für meine Wotan-Armee am Start. Ja! Voll cool! Das sind alles Wotan-Münzen. Genau. Die sind recht sexy. Ich hoffe, dass die Command Points jetzt erstmal nicht mehr angepasst werden. Nimm mal Nerf Blaster mit. Ja, auf jeden Fall. Es wird rumgenervt. Du hast mir auf Discord geschrieben. Ich glaube nicht. Aber du hast mich markiert. Das sehe ich. Und ich werde dir jetzt schreiben. Leute einladen. Mit diesem Link. Und dann werde ich der Luisa eine Nachricht zukommen lassen. Zack! Da kannst du draufdrücken. Liebe Davina. Und schon bist du in unserem Kings of the Hill Discord. Alrighty. Guten Abend, Jet Drew. Okay. Also wie gesagt, das ist die neueste Neuigkeit. Ich werde für in England judgen. Genau, England und BTC, also Chef der Regeln, Regelbeauftragter. Ja. Was haben wir noch, bevor wir hier groß einsteigen? Muss man meinen eigenen Stream hier angucken. Was haben wir? Titel angegeben? Judge Seminar. Was hat es damit auf sich? Also, ich plane am 14. Januar ein Seminar für die nächste. Moment. Darf ich euch was vorlesen? Ich lese euch was vor. Danach könnt ihr raten, wer es geschrieben hat, weil ich weiß nicht. Moment. Also. Haltet euch fest, Freunde. Okay. Ich mach die Musik für mich leiser. Pustus. 40k-Athleten, aufgepasst. Der Zeitpunkt ist günstig, unsere spielende Community auf das nächste Level zu heben und den Bereich als TO und Judging weiterzuentwickeln. In den letzten zwei Jahren konnte ich als nationaler und internationaler Judge viele wertvolle Erfahrungen sammeln und viele schwierige Spielsituationen konstruktiv meistens lösen. Genau diese Erfahrung möchte ich gerne in einem Seminar weitergeben und damit die neue und nächste Generation an Judges ausbilden. Große Worte. Für den Start dieser Initiative habe ich mich auf ein 2-Tages-Seminar festgelegt, bei dem wir tagsüber Judging vermitteln und abends auch in der Praxis spielen werden. Ja? Darüber hinaus werden wir für die Reichweite ein Teaser-Video der Inhalte aufnehmen, um noch mehr Leute für das Judging und T-Own zu begeistern. Abschließend würde ich gerne ein paar von euch dazu einladen, um Spielsituationen nachzustellen, natürlich alles auf meine Kosten, und dabei Battle Reports zu drehen. Holy smokes. Sounds good. Es sind ganz wenige Anmeldungen bzw. Noch verfügbar Plätze, das wollte ich sagen. Und ja, ich kann leider noch keinen Preis benennen. Ich bin da so rumkalkulieren. Es wird in Dissen stattfinden. Wer Gudensberg kennt oder Dissen kennt, kennt die Location. Es geht also wirklich darum, Leute, die mit dem Judgen anfangen wollen, beziehungsweise für ihren Verein vielleicht sich mehr in die Thematik einlesen möchte, zu helfen, verschiedene Themen anzupacken, Do's and Don'ts und so weiter und so fort. Ups, da klingelt irgendwas. Zumbu, Heretics Paradise has become a member. Vielen, vielen Dank für den großartigen Support. Bam, vielen Dank. Und Max Posch PC Fantasy Gaming. Holy smokes, vielen, vielen Dank für den Sub. Bam, heute geht's ab. Also das Ganze ist, wie gesagt, möglich auf Ko-fi, Patreon, hier auf YouTube oder beim Adrian in Twitch. So, natürlich hat den Text Adrian geschrieben, ist ja klar. Wie kann man sich da anmelden?
Das Ganze ist, ja, man kann mir eine Nachricht auf Discord schicken oder man schickt mir eine E-Mail-Adresse entweder an carfthehill2@gmail.com oder an k-calvin@hotmail.com. Wer Interesse an so einem Judging-Seminar hat. Genau. So, okay. Got it. Jo. Kommen wir zu dem heißen und so. Ich muss mal kurz hier was vorbereiten. Moment. Das ist... Ich war jetzt auch eine Woche schon wieder im Urlaub. So fernab von dem Thema. Aber ja, was ich euch sagen kann, also wenn ihr plant, Astra Militarum mit Armor of Contempt zu spielen, no way. Das Starter Slate für Astra Militarum im Januar wird gelöscht. Ab dem Moment, wo auch der Codex einzeln zu erwerben ist. Okay? Makes sense, everybody? Yes? Okay, nice. So, liebe Freunde der Sonne, ich werde euch jetzt Einblick geben in ein Dokument, was noch nicht veröffentlicht ist. Ja, sind das. Ich muss mein ganzes Büro aufräumen, das kriege ich nur nachts hin. Dieses Dokument ist noch nicht offiziell, bis es offiziell freigegeben wird, okay? Ist ja noch ein paar Rechtschreibfehler drin, kosmetisch, ein, zwei Sachen werden eventuell nochmal angepackt, okay? Deswegen bitte nicht sagen, hier ist das ganze Dokument, weil wir haben es auf Lim's Stream gesehen. No. Es ist noch nicht zum Runterladen da, also ist es noch nicht offiziell. Got it. Schauen wir uns das mal an. Oh, da ist es schon. Upsi. Ich probiere das natürlich auch so interessant wie möglich zu machen. Ich weiß, trockenes Regellernen ist jetzt nicht so das Spannendste, was man halt machen kann den ganzen Tag, ne? Alrighty! Probiere ich das so groß und einfach leserlich zu machen wie nur möglich, okay? Dann ist das hier oben ist, so. Kannst du bitte die Musik etwas leiser stellen? Natürlich! Bro, muss doch nur was sagen. Schon ist es leiser. Safti, für dich alles. Weißt du, wie es läuft. Okay. Let's go. Die Musik macht sogar mich kirre. Das hier ist das WTC-FAQ-Dokument Version 0.1. Jetzt die Musik einfach weg. Hä? Bei mir läuft die nur. Und die hat auch einen Ausschlag auf dem Stream. Etwas lauter stellen. Harry, für dich. Brother, immer. Ja, selber mal reinhören und gucken, wann ich den Sweet Spot treffe. Hier. Ja, selber mal reinhören und gucken, wann ich den Sweet Spot treffe. Keine Ahnung, jetzt höre ich die Musik doppelt. Okay, jetzt ist gut. Ja? Okay. Na, für euch doch immer. Brothers. Gut. Version 0.1 heißt, wir sind wieder im Entwicklungsprozess über das ganze Jahr hinweg. Weil, Achim Wodok, ich grüße dich und du hast rechtzeitig eingeschaltet. Weil wir werden ja über die Wochen und Monate hinweg mit den nächsten Data Slates, nächsten Büchern, nächste WTC und großen Änderungen mit anderen Büchern dieses Dokument immer wieder anfassen. Das heißt, nichts ist in Stein gemeißelt, aber wenn ihr als TO oder auch als, weiß ich nicht, als, ne, als Verein Fragen habt, immer her damit. Kings of the Hill verwaltet nur das Ruleset, Baby! Nein, also, nur einer hat den Hut auf, aber es arbeiten irgendwie 10 Leute an dem Ding. Unter anderem Games Workshop. Was? Was? Hat er nicht gesagt. Nein. So? Ich weiß nicht. Okay. Version 0.1. Das letzte Mal abgedatet, das stimmt nicht. Top 3 Monster. Blau.
Orange, das gibt's aber sehr selten. Also alle drei müssen zuckerfrei sein. Ich glaube, Orange ist erster Stelle. Orange, Blau, Grün. Alle drei zuckerfrei, natürlich. Roger, Roger. Okay, es gibt hier leichte Wording-Anpassungen. Ich scroll jetzt einfach durch, ihr verpasst hier nichts. In den Core Rules haben wir auch von der deutschen Community Sachen übernommen. Ich will gerade mal gucken, wo welche Änderung das war, denn der liebe Horus. Moment. BTC-Diskussion, das scroll ich hier mal ganz hoch. Der liebe Horus hat eine Änderung vorgeschlagen, die ich direkt übernommen habe. Bitte. Da. WTC Clarifications, da. Und zwar... Ich glaube, das war... Mandatory Fall Regeln. Warte mal. Also wir haben etwas geändert, das hier, where, ich glaube, dieses war's. Nee, das war's nicht. Also wir haben das nur angepasst auf etwas anderes, das war's nicht. Das Wording angepasst, damit es mit einem anderen Segment übereinstimmt. Mülli, ich grüße dich. Und von daher ist es nicht blau markiert. Ja, Mülli. Heller Typ, ey. Endlich mal einer da mitdenkt und den blöden Like-Button drückt. Roger, Roger. Okay. Wir haben es auch ein bisschen schlanker gemacht. Das kann man dann, wenn man das mit der alten Version vergleicht, 1:1 sehen. Okay, hier haben wir die erste Änderung. Das sehen wir an blauen Text. Und wenn man selber das WTC-FAQ runterlädt, dann lädt man sich die Ink-Friendly-Version runter und dann ist es auch farblich markiert für euch. Sobald sie raus ist. Vielleicht heute Abend schon, aber ich glaube noch nicht ganz. Blim schickt dir solche FAQ auch an GW, damit die das vielleicht mal in ihr FAQ einfließen lassen. Dazu erkläre ich gerne nach diesem Teil etwas. Seite 222 der Core-Regeln sagen, dass Mortal Wounds die verursacht werden. Bla bla bla. Ah ja, genau. Also, dieser Passus, der ist von mir, ist dafür zuständig, wenn Models in einer Einheit andere Modelle bestützen, wie zum Beispiel die Meniere von Silent King oder halt die Gemini von Celestine. Das heißt, erst dort müssen Attacken draufgelegt werden. Attacken. Dann darf es nicht passieren, dass wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Thousand Suns smitet, Celestine fängt die ab und ich sage, jo, ich leg die Movos auf Celestine. Okay, jetzt ist Celestine verwundet, hat noch 4 Leben. Jetzt schießt er drauf und die Regel der Gemini verhindert, dass ich weiter Wunden auf Celestine lege. Weil die Regel der Gemini es sagt. Es kann sein, dass er einen Schaden macht. Und jetzt habe ich eine Gemini und eine Celestine, die beide verwundet sind in einer Einheit. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen keine Multi-Wounded Models, so wie Astra Militarum in ihren Sentinels. Dieser Passus sagt, hey, wenn du so eine Regel hast, auch Movos müssen erst auf die Bodyguards. Easy. Simple. Da bin ich stolz auf mich. Weil ich immer gekotzt habe, wenn ich das aufbringen kann, dass das halt funktioniert. Darauf wäre ich niemals gekommen. So, WTC Terrain, das ist, wenn ihr wirklich mit diesem Pappgelände spielt. Diese blauen Clips haben keinerlei Bedeutung. Und die roten Clips sind da für Line of Sight. Aber ihr könnt mit allem durchlaufen, solange ihr nicht in dem Clip, in dem roten Clip stehen bleibt. Das heißt, ein Fahrzeug kann durch diesen roten Clip.
auch wenn es, also es hat nichts mit Breachable in dem Sinne zu tun. Man kann durchlaufen, man darf nicht drinnen stehen bleiben, aber man kann keine Sichtlinie durchziehen. Das haben wir auf dem Event in Belgien im August selbst geändert, weil es einfach blöd war, sich diese Wand wegzudenken. Ja, es war so ein bisschen, so, hey, wir sollen die Wand ignorieren, nicht ignorieren, was ist es jetzt? Und da haben wir gesagt, okay, pass auf, Line of Sight, die Wand ist da, jeder kann aber durchlaufen, damit die Gänge nicht noch kleiner werden. Okay, cool. Codex Clarifications. Und ich will noch sagen, wir werden mit dem nächsten Update das FAQ aufteilen. Das heißt, es wird ein Core-FAQ geben und dann wird es Faction-FAQs geben. Damit man kein 50-Seiten-Dokument hat und denkt sich, oh, das WTC-FAQ ist voll groß und damit kann ich nicht umgehen. Nein, es sind dann 10 Seiten, wovon nur 3 relevant sind für euch. Und dann ladet ihr euch noch eure Faction runter und ihr seid ready to go. Weil manche Factions sind echt klein. Andere Factions, so wie Sisters, ja, da musste ich ein bisschen mehr arbeiten. Das war so die Hölle, als früher alle Ork-Bosse anders ausgerüstet waren, um die Schaden aufzuteilen. Oh ja, auf jeden Fall, Jonas. Bin ich noch voll bei dir. Okay. Ist ein bisschen ärgerlich, das Games Workshop. Naja, egal, gut. Silent King Minions verlieren auch das Core-Keyword. Ja? Weil die haben es ja im Silent King genommen, aber nicht in Minions. Und, also, manchmal schreiben wir Sachen rein, nicht weil wir glauben, es braucht Clarification, sondern weil tatsächlich Leute halt probieren, das Spiel kaputt zu machen. Und wir deswegen sagen, ey, komm, Bauchentscheidung, mach Spiel nicht kaputt. Okay? Achso. Das, Blaze of Light ist die Harlequin-Geschichte und den neuen, Rare Rules mit Transporter darf nicht schießen, aber darf doch, weil der darf und bla bla bla. Also für zum Purpose. Also manchmal tue ich mich schwer ins Deutsche zu übersetzen, weil für den Zweck. Ja, für den Zweck. Also für Blade of Light ignoriert man einfach den dritten Bullet Point von den Rare Rules. Schießen ihn aus einem Transporter. Da geht es um den Status, den der Transporter halt hat. Genau, das hatten wir schon. Und ich gehe mit euch nicht die ganzen Sister-FAQs jetzt durch. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Ich beantworte euch alles. Nur die neuen. Aber ich kann euch einfach mal so ein Beispiel geben, warum hier etwas drin ist. Ja? Okay. Wir nehmen mal, ohne dass ihr antwortet. Okay. Manche Sachen müssen hier auch noch entfernt werden. Nicht falsch verstehen. Wie zum Beispiel Celestine und Gemini. Die geben nur 3 Punkte für Assassinate ab. Ist klar. Das ist einfach nur noch drinne. Die müssen nur rausgenommen werden in einer anderen Version. Okay? Sowas hier zum Beispiel. Weil das sind halt. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Man müsste eigentlich. WTCFAQ gibt ihr einfach bei Google ein. Geht hier auf die World Team Championship Seite, scrollt ein bisschen runter, geht auf FAQ und ladet euch die aktuelle Version. Dann gucken wir mal, was bei den Sisters aktuell drin ist. Lad, lad, lad. Okay. Sisters. Ein Archenshroud Model in einem Retributor Squad, das nochmal schießt, aufgrund von Amorian Cherub, kann nicht Reroll to Hit oder Reroll to Wound von den Deeds benutzen, wenn er schon bereits von dem Bonus benutzt hat. Also Archenshroud lässt euch entweder einen Hit oder einen Wound Reroll machen. Roll machen, ja. Und wenn ihr dann das dicke Baby zündet, um nochmal zu schießen, dann dürft ihr nicht nochmal rerollen. Hallo Zwerg, Chris, ich grüße dich. Thaddeus kann nicht Mitglied sein bei Sisters Armeen, weil der ist aus Blackstone Fortress. This turn, da fehlt quasi was im Secondary.
Defend the Shrine. Da geht es um zwei Spieler oder zwei Sister-Spieler, die gegeneinander spielen, dass die nur ihren eigenen Shrine 3 Punkte bekommen, nicht für den gegnerischen. Ja, solche Sachen. Das sind also wirklich... das hier ist immer noch drin. Ach so, weil wir das nicht geupdatet haben. Ja, egal. So, wir gehen zum Alten. Und schauen nach... Astra Militarum! Wollt ihr ein bisschen was über die Astra Militarum fragen, die wir haben als FAQ-Team zu Games Workshop wissen? Ich weiß nicht, wie viele Astra-Fans hier sind. Wenn Astra voll langweilig ist, dann können wir das skippen. Chaos Demons! Und die haben ja einiges am Start. Der Demonic Save kann einfach, egal wie, tralala, no way manipuliert werden. Nicht mit Jinx, nicht mit irgendwas, was Characteristics anpackt, nicht egal wie. Egal welches Wording ihr findet, Demon Save, no. Außer eure Ability sagt... Steffen hat eine Frage zu Astra. Hau raus. Eure Ability sagt Demon Save. Okay? Selbst die Ability von dem Vokor, Kult Vokors Talisman, der ignoriert alle Saves außer Retter. Krasses. Auch das, Marvin. Nein! Hier ist er. Wo ist er? Colexus. Life Drain Ability funktioniert nicht. This does not apply to Demon Saves, unless Demon Saves are explicitly stated as being ignored. Also ich brauche tatsächlich das Wording, hey, Demon Save wird ignoriert. Ansonsten bleibt der Demon Save, wie er ist. Und momentan kenne ich nichts, was den Demon Save aushebelt. Gar nichts. So. Das Requisition Stratagem von Nephilim überschreibt The Need. Was ist mit THS Wetter ausstellen? Hä? Das greife ich nicht, muss ausschreiben. Beschreibt es das nötig haben? Boah, weiß ich nicht. Ich kann sowas direkt nicht übersetzen, das ist echt schwer. Wollen wir uns einfach schreiben. Also ich brauche keinen Demon Warlord, also das Stratagem überschreibt das. Und kann deswegen auch Demon Relics nehmen, wie ich lustig bin. For the purpose of unlocking Alliance locked Stratagems, the glossary is incorrect and Stratagems are unlocked on the unit level, not on the detachment level. Ja, weil es gibt zwei verschiedene Einträge im Buch. Wird es dem Colexus nicht sogar Sinn machen, so als Paria. Fluff hat hier nichts zu suchen. Auch gegen tödliche Wunden. Naja. Hä? Nein, der Demon Save hat nichts mit tödlichen Wunden zu tun. The Demonic Alliance Rule implies that an army that includes demon units not of the listed alliance will lose all the legion specific bonuses, including stratagems, relics or warlord traits. Das heißt, keine Flamer für Death Guard, kein dies für das. Das einzige, wie die das gerade drehen, ist, dass du Agents of Imperium hast. Und nicht die Demonic Alliance. Demonic Allies. Weil momentan. Also es ist so wirrwarr geschrieben und momentan macht es eigentlich keinen Sinn. Und ich bin nicht damit hundertprozentig zufrieden, dass einfach die Noise Marines mit Flamern rumrennen, aber das ist momentan dann möglich wegen Agent of Chaos. Alle, die ihr eigenes Buch haben, also Thousand Suns, können nur Siege nehmen. Ich stehe schon fest, wann das FAQ rauskommt. Nachdem wir es Korrektur gelesen haben, heute oder morgen, diese Woche, ist ziemlich gut möglich. The Soul Grinder must be placed on a 160mm Round Base. Genau. 160mm Rundbase, das ist, glaube ich, die Base von Archaon. Mein Kumpel Marius hat davon 3 Stück gespielt auf WTC Layout. Ist überhaupt kein Thema. Hat er hingekriegt. Lief. Chaos Demon Armies can use their faction-specific Nephilim Secondaries, even though not all listed keywords matter.
Match. Also die Chaos-Dämonen spielen mit den Nephilim Secondaries. Auch wenn manche Keywörter Schwachsinn sind. So, bei Eldari haben wir reingehauen, weil die Frage immer wieder aufkam, dass über Twilight Path die ja Plus auf ihr Tralala bekommen. Thousand Suns, Schicksalwende, Fluch, verliert Rettungswürfe. Ja, Rettungswürfe ist kein Demon Save. Simple as that. Funktioniert nicht. Auch eine Null-Matrix funktioniert nicht. Demon Save ist ein eigener Save. Ist kein Retter, ist kein Rüster. Momentan gibt es nichts im Spiel, was den wegnimmt. Twilight Path, also es gibt ein Stratagem, womit man 6 Zoll konsolidieren kann und da bekommt man die plus 2 Zoll, glaube ich. Oder war das schon die 8 Zoll? Nee. Plus 2 Consolidate und Charge ist, glaube ich, der Faction-Bonus von Twilight. Und das mit Sagarath Jest stacked. Also 8 Inches sind möglich. Was ziemlich cool ist. Ziemlich viel. Craft World. Fangen wir hier mal an. Hier wurde noch was hinzugemacht. Also, der Inevitable Death does not trigger as a result of the last model of the unit being from Moral. Wurde auch sehr oft gefragt. Hey, wenn einer über Moral flieht, triggert das jetzt oder nicht? Wie ist das? Tralala, Model. Hast du nicht gesehen, ja? Wie gesagt, okay, Schluss mit lustig. Jetzt schreiben wir es hier drinnen. Wenn einer über Moral geht, nix. Gut. It triggers on both friendly and enemy units and allows to be set up within 1 inches of the unit that is destroyed, as long as the incant stays out of engagement range of any other enemy units while doing so. Hier wurde sich gegen Games Workshop entschieden, weil Games Workshop sich gar nicht dazu geäußert hat. Die Problematik war, wenn von einer Einheit, von einer gegnerischen Einheit, das letzte Modell geht, ja, dann kann man den Inkarn dort spawnen lassen. Dazu lässt man das Modell stehen und man platziert den Inkarn innerhalb von einem Zoll zu diesem Modell. Wenn ich innerhalb von einem Zoll platzieren soll, bin ich in Engagement Range. Das heißt, es würde nur funktionieren mit eigenen freundlichen Einheiten. Haben wir nicht so gespielt. Und ich glaube, die LGT spielt es anders. Die WTC erlaubt es. Ich weiß auch nicht wieso, aber es kam halt oft vor, wenn das Relic of the Shrine benutzt wird, um diese zwei Relics zu benutzen, muss man keine extra CP ausgeben, um die Relics zu bekommen. Swift Strikes allows you to battle focus and advance. Also Swift Strikes ist eine der Custom Craft World Elemente, die ich einpacken kann. Ich kann also advancen und Zähler stationär. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch noch meinen Battle Focus benutzen. Was ich ziemlich stark finde. Vor allem mit Swooping Hawks, weil ich ja stationär zähle, kann ich also advancen. Und wenn ich diesen Trade nehme als stationär zählen, plus den Trade, dass ich 2 Zoll extra bewege, wenn ich fliegen habe, oder 4 Zoll. Michael Hauser, ich grüße dich. Und ich weiß gar nicht, welche Hilfe, aber gern geschehen. Ich glaube, entweder 2 Zoll oder 4 Zoll, ich will nicht übertreiben, bekommt man als den anderen Part der Craft World. Kann man Swooping Hawks nehmen, 22 Zoll über die Platte flitzen, dabei Mortal Wounds verteilen in der Bewegungsphase, dann schießen und dann sich neu positionieren. Weil man als stationär zählt, kann ich also Battle Focus, aka Cloud Striker oder wie die Ability bei denen heißt, benutzen, um wegzuspringen. Voll lustig. Mach das mal mit 30 Swooping Hawks. Ist funny. Baharot kann Cloud Strider benutzen, also seinen Weg zu teleportieren. Bei ihm heißt das so, genau. Selbst wenn er im Base-Kontakt ist, weil er darf das nach dem Schießen, Battle Focus, oder wenn er im Base-Kontakt, wenn er konsolidieren würde im Nahkampf. Ja? Das heißt, er macht einen Pile-In, schlägt zu, statt zu konsolidieren, springt er weg und teleportiert sich. Wenn ich gebased sein sollte, kann ich das trotzdem machen? Frage kam immer wieder auf. Roger, Roger. Gene Stealer Cult. Wir haben hier so ein bisschen was from every angle und tralala. Also. Wenn eine Einheit
From Every Angle benutzt. Das ist, glaube ich, dieses Upgrade, was man, wofür man Punkte bezahlt, um dann in die Reserve zu gehen. Dann entfernt man auch alle Ambush-Marker, die mit dieser Unit zu tun haben. Ansonsten würde man den erstmal stehen lassen. Es fehlt nämlich irgendwie da drin. Naja, gut. Ja, dieses Deploy Explosive Ability ist keine Ability, die ich in der Command Phase benutze, sondern stattdessen halt eine Action, die ich benutze und kann deswegen nicht benutzt werden. Also ich kann es nicht starten, wenn ich nicht auf dem Board bin. Kleine Interaktionsschwierigkeit. Von daher hat man es gelassen und gesagt, okay, wenn du aus dem Deep Strike kommst, dann geht's halt nicht. Ich glaube, du musst das Ding ja in der Command Phase ansagen. For the purpose of adding Crossfire Markers to a unit, never take into account damage reduction abilities. The Crossfire Tokens conditions are checked when the hits are scored, not when the attacks are resolved. Genau. Also, du zählst einfach nur deine Treffer, egal was der Gegner für Abilities hat. Ja, nach deiner Hit-Sequence. A unit may not return to the shadows on a turn it arrived from strategic reserves. Also, du kannst nicht runterkommen, chargen, zuhauen, konsolidieren, abhauen. Nope. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel Reggae-Musik. Moment. Nett gemeint, danke. Okay, ja, ist ein bisschen besser. Wir wollen keine nicht interagierbaren Einheiten haben. Das heißt, wenn ich eine Unit sehe und die schießt mich, dann sollte ich zurückschießen können. Ja, Battle Focus und so weiter ist da, aber das ist nur so ein, in Anführungsstrichen, nicht interagierbar. Sie sind immer noch auf dem Board. Viel schlimmer ist, aus der Reserve runterkommen, hauen, weg. Wie mit dem Thruster Blaster von dem Atmec, diesen Flattergeiern. Ja, kam runter, schießen, chargen, hauen, fliegen weg. Was? Völlig verrückt. Wollen wir nicht. Tyranniden hatten den gleichen Spaß. Nope. Was wollen wir? Das Spiel nicht kaputt machen. Das ist ganz einfach. Wir wollen Spaß an der Platte haben. Okay, Heretic Astartes. Du kannst nicht Turn 1 from the Night benutzen. Das war, meine ich, Nightlords. Wie mache ich das? Ich mache das, glaube ich, so. Ja, da geht es, glaube ich, um den Turn 1 Teleport von 10 Termis. Let me check it in 30 seconds for you. Ich kann wirklich nicht alles aus, wenn nicht. Ich probiere und probiere. Und so lerne ich, ja. Ich kenne was nicht. Muss ich nachgucken. Ah ja, genau, es war das Stratagem. Was du in einer Reinforcement Step benutzt, um eine Nightlords Infanterie oder Biker Einheit aus der strategischen Reserve kommen zu lassen, quasi einen Zug früher. Was man damit machen kann, ist in der zweiten Runde in die Deployment Zone vom Gegner. Okay? Wo sind wir? Wo ist mein Chat hin? Da. Florian W., ich grüße dich. Plague Marine oder Rubik Marine, das ein Icon nimmt, bekommt kein Icon Keyword. Flat out. Eine Einheit kann... Wait, a unit can benefit from generating additional hits via cursed spoilers, even if the hit roll is not sufficient for a normal hit. Genau, wenn du Abwehrfeuer machst. Was? Wer hat das abgesegnet? Ich glaube, da veto ich. Ich war nicht für Chaos da zuständig. Use the stratagem in your shooting phase. Okay, es geht schon mal nicht um Abwehrfeuer. Wordbearer. Engaged, Massacre,
Select to shoot. Okay, in 12 Zoll, Range, Objective Marker. Cool, see condition, alles klar. Wenn sie Rapid Assault, Rapid Fire, Pistol, Unmodified. Unmodified Hit Roll of 4, 5 scores 1 additional hit. Das heißt, selbst wenn man irgendwie auf die 6 treffen würde, wie auch immer, würden 4 und 5 trotzdem Zusatztreffer generieren. Okay? Easy peasy. Ich dachte schon, es wäre jetzt hier Abwehrfeuer und Co. Puh! Wäre voll schlecht. Ja, das ist eigentlich alles für Chaos. Es ist nicht so wild, finde ich. Bis auf dieses anscheinend Nightlords. Das war wohl ein Ding. War ich nicht so tief drin. Ich habe es noch nicht gegen mich gehabt. Death Guard gibt es hier einen kleinen Passus mit Typhus. Und einer anderen Play Company, was eigentlich das Nephilim schon abdeckt, aber okay. Man sieht trotzdem, dass Detachment als. Der ist ja Poxmongers? Nee. Ihr wisst schon, also er ist eine andere. Und man würde jetzt zum Beispiel. Ferryman nehmen. Dann ist es trotzdem ein Ferryman-Detachment, auch wenn nicht alle Ferryman sind. Und man hat Access zu Relics und Co. Das war wohl, ja. Empress Children. Man darf nur 3 Zoll heroisch intervenieren, auch wenn man... Also das Stratagem sagt, man darf heroisch intervenieren, wenn man innerhalb von 6 Zoll zu einem Gegner ist. Und trotzdem... darf man nur 3 Zoll intervenieren. Wir haben das gemacht, weil Games Workshop sich zu dem Thema nicht äußert. Und wer weiß, was der Intent immer zu 100% ist. Und sollte Games Workshop das bestätigen, so, hey, das ist ein Typo, wir machen da 6 Zoll oder nee, wir haben da einen ganz anderen Hintergrund, ihr rafft's nur alle nicht oder was auch immer, dann würden wir diesen Eintrag zum Beispiel einfach löschen. Thousand Suns. Wenn ihr Kabalpunkte ausgeben wollt, um nochmal eine Psy-Kraft zu casten, die bereits eine Unit in eurer Armee, und das ist das Wichtige, in eurer Armee gecastet hat, und das könnten ja Dämonen sein, dann dürft ihr die nicht mit Kabalpunkten nochmal zaubern. Naja, ohne das Stratagem brauchst du Nightlords außer in einem Bier- und Brezelspiel gar nicht mehr auf der Platte stellen. Mag sein. Aber nur wegen einem Stratagem eine komplette Armee aufzubauen, dann stimmt mit der Armee, glaube ich, was nicht. Und ich glaube, dann den Blame auf ein Stratagem zu setzen, ist der falsche Ansatz. Black Legion. Abaddon can be affected by confluence of traitors, even though he's not taking part as of an army that is Black Legion. Confluence traitors ist, glaube ich, dass er den Bonus bekommt, obwohl er nicht in einem Black Legion Detachment ist. Lasst mich das nochmal checken. Um sich dann ich glaube den Wordbearers Legion Bonus zu geben. Kann das sein? Also normalerweise brauchst du ja einen Legion Trade Black Legion für Abaddon, damit er einen kriegt. Und das Stratagem erlaubt dir, einem Black Legion Heretic Status einen Legion Trade zu geben. Es war die Frage halt, kann er überhaupt einen haben, wenn er von vornherein keinen haben konnte? Antwort ist ja. Das geht. Guten Abend, Marcel Unterberg. So, Imperial Knights. Ganz ehrlich. Ich hasse Knights. Ja, Nightlords sind echt nicht attraktiv, das stimmt. Die Hälfte der Sachen müsste ich nachgucken, weil ich werde mich mit Knights einfach nie wirklich anfreunden, auch wenn ich die Weihnachtsbox kaufen werde. UVP ist 170 Euro. Ja. Egal. So ein, zwei Sachen, glaube ich, weiß ich. Geiler Beat. Ja, genau, die haben eine Stratagem, wenn du nicht zurückfällst oder sowas. Das scorest du sogar, wenn du. Das scorest du nicht, wenn du keine Modelle auf dem Feld hast. Ja, man würde ja Punkte kriegen.
Da gab es mehrmals die Frage, kann man eigentlich vierarmiger buffen? Das geht nicht, wenn man Herald und Exalted Cord kombiniert, um die Bondsman-Ability zu verteilen. Maximal ist halt 3 am Start. Und den Rest, ich habe es jetzt mal offen, vielleicht könnt ihr einfach später oder auch jetzt oder wie auch immer oder nach dem Stream diese Stelle nochmal alles durchlesen, wenn ihr da irgendwelche Infos haben wollt. Ja. Aber das wäre jetzt zu viel Nachgucken für mich. Da bin ich leider nicht so bewandert. Extermination Protocols listed in the White Draft Supplement. Do not follow the Necron Balance Starter Slate Changes for Command Protocols and are instead applied as per the Codex or White Draft. Also es gibt ja diese Army of Renown White Draft Necron Geschichte. Und da kommt, glaube ich, jetzt auch eine zweite oder ist schon gerade drauf. Ich bin mir zeitlich gerade nicht sicher. Und die unterliegen aber nicht den Balanced Data Slate Update mit einem ist immer aktiv und so weiter und so fort. Each unit can only use one bomb streak per turn. Da gab es wohl jemanden, der wollte da mehr machen. Truck Boys can charge after disembarking from truck. Ist ja öfter mal eine Frage gewesen. Hey, können meine Truck Boys jetzt eigentlich und wie ist das mit dem Remain Stationary? Ich war da auch ein Verfechter von, hey, da sind Regeln dabei, du darfst nicht chargen und auch wenn das jetzt hier hinterlegt ist, bei Remain Stationary, trotzdem steht da, egal welche Abilities du hast, du darfst nicht chargen. WTC sagt, pass auf, du kannst chargen. Auch wenn dieses Wording mir selbst nicht so gefällt, aber das kann man ja auch umschreiben oder whatever, der Kontext ist, Truck Boys können chargen, nachdem sich der Truck bewegt. Chaos Knights, when taking Warlord Abaddon alongside Chaos Knights. One can still take Chaos Knights faction-specific secondaries. Nephilim overrides Codex. Pretty straightforward. Ah, wann kommt das neue FAQ? Wahrscheinlich diese Woche. Also wir machen jetzt so Rechtschreibfehler, Gedöns und so. Ein, zwei Sachen habe ich jetzt schon wieder gefunden, die eigentlich raus müssten. Ja. Nee, Quatsch. Güter hast du nur gerade aufgehangen. Okay. Das ist noch aktiv, okay. Hier ist nichts Blaues. Tau haben wir, glaube ich, was drin. Ja. The are ignored for LOS purposes of artificial helpers only applies to in regards to other units. Artificial helpers does not apply if the drone in a character unit are the closest visible model. In such cases the character can be shot normally. Okay. Was ist denn das für ein Wirrwarr? Alles klar. Also, Tau. Vor allem Tau Commander ist erstmal eine Character Unit. Ja? Dance, Dance, Dance. Ja, das ist random Musik von Epidemic Sound. Da haben wir so eine Lizenz, die läuft eigentlich nur auf und runter. Jetzt will ich nur gucken, ob das auch Artificial Helper ist. Und tschüpp. Tschüpp. Tau Codex. Bop. Ja, genau. Also. Jetzt habt ihr einen Commander und dieser Commander hat ein paar Drohnen bei sich und wieso ist mein Chat in dieser Box eigentlich nicht aktiv? Doch ist er, aber wieso sehe ich ihn nicht? Chat. Hey, da ist er. Tau Commander mit Drohnen. Tau Commander steht. Ist schwierig darzustellen. Ah, wir haben was, wir haben was. Okay, was wird gesehen? Hier kann ich malen, ne? Also. Devilfish. Ruine. Tau Commander. 3 Zoll. Drohne. Drohne. Ich glaube, er kann nur 2 haben, ne? Ja. Also. Drohne. Missionszielmarker. Krot. Ruine. Krot. Okay, wir nehmen eine andere Farbe für den Gegner. Panzer. Aggressoren. Haubitze. Keine Ahnung. Und. Warte. Ruine. Ruine. Okay. Wir wissen, hier ist der Tau Commander, der beschützt wird. Hier in 3 Zoll. Okay. Alles klar.
heißt, er hält den Mittelmarker. Diesen Mittelmarker würde ich gerne befreien. Am besten in der Schussphase, weil ich gerade nichts habe, was rankommt. Ja, die hier kommen nicht ran und so weiter und so fort. Ich kann die Drohne hier nicht beschießen. Wegen der Regel, dass sie für Look God, Sir ignoriert wird. Das klingt total komisch, aber ich... Also, ja, weil... Moment. Die dürften gar nicht so nah dran sein. Ich mach hier nochmal eine Drohne hin. So, also das hier ist eine Einheit, okay? Das ist eine Einheit. Die hier kann ich nicht beschießen, weil wenn ich nach Lookout gucke, ist sie die nächste Einheit. Ja, aber diese Drohne wird ignoriert für diese Frage. Ist das verständlich? Also ihr fragt, hey, kann ich auf diese Drohne schießen? Denn es ist eine Charaktereinheit. Okay, gehen wir mal die Ausnahmen durch, wann man auf einen Charakter schießen kann. Ist sie die nächste Einheit? Ja, Moment. Die Drohne sagt, ich werde ignoriert für diese Regel. Mich kannst du jetzt nicht fragen, ob ich das nächste Modell quasi bin. Also checkt man weiter. Die Drohne wird auch ignoriert. Die Drohne wird auch ignoriert. Okay, ist das hier der Commander? Closest Einheit? Nein. Für den? Nein. Weil hier stehen ein paar... Auf der anderen Seite, also ich hoffe, das hat man einigermaßen verstanden. Auf der anderen Seite, hier ist jetzt der Tau-Commander vom Gegner und hier sind seine Drohnen. Und selbst wenn hier die Aggressoren stehen, der hier darf jetzt beschossen werden. Der wird hiervon nicht beschützt, weil die Drohnen geben gar keinen Lookout, Sir. Das haben viele sehr oft falsch gespielt. Verwirrend, aber wenn es auf dem Turnier vorkommt, wollt ihr das nicht judgen. Okay, deswegen haben wir gesagt, F you. Also so haben wir es nicht gesagt. In dem Fall kann der Charakter normal beschossen werden. Das ist die Hauptsache. Okay, a unit using Strike and Fade must be the first to activate that shooting phase. Manche haben Shoot and Fade gezündet am Anfang der Schussphase, aber nicht benutzt. Sie haben erst andere Units aktiviert, nur damit sie sagen, hey, ich habe meinen Strategy benutzt, irgendwann werde ich es einsetzen. Nein, die werden zuerst abgehandelt. Wenn ihr Strike and Fade macht, das ist die erste Unit, mit der ihr euch beschäftigt. Long Strike in einer Tau-Armee außerhalb von Tau Zep, weil er gehört ja zu Tau Zep. None of the SEP rules are in play. Das muss ich selber nachfragen. Wie das gerade gemeint ist. The exception to play different SEPs in a Tau army only applies to Supreme Command. Achso, ja, natürlich. Also. Ich kann Longstrike nicht quasi einsetzen und verliere dann keine Regeln. Ja, er hat kein Selectable Keyword. Das ist richtig, so wie Abaddon Black Legion ist, aber im Tau-Kodex steht, dass alle außer im Supreme Command Attachment halt die gleiche Sept sein müssen. Und da gibt es auch für den keine Ausnahme. Und der ist meines Wissens nach Character im Heavy Support Slot. Vielleicht auch im HQ. Wahrscheinlich im HQ-Bereich oder so. Und der kann, glaube ich, nicht in Supreme Command Attachment, weil er das Keyword nicht hat, ne? Das war Tau. Tyraniden. Hier haben wir noch ein bisschen was mit Sporminen, die wir vergessen haben, von den Harpien einzufügen und nur die Seed Spores. Also wenn die Sporminen gesetzt werden, dann können die sich nicht mehr bewegen. Raw dürften sie es. Das wollen wir nicht. Das wollen wir auf keinen Fall. Nein, Micha, nein. Dasselbe gilt für High Fleet Adaptions. Achso, ja genau. Also, wir haben... Die Regel kam durch... den Red Fox Cup. Wenn Units gespawnt werden vom Tervigon, dann erhalten sie... High Fleet Adaptions. Das ist eine gute Änderung. Ich möchte dafür Lob haben von demjenigen, mit dem ich darüber... ein wenig länger diskutiert habe.
weil vorher nur die Biomorphologien drin waren. Mhm. Und Raw bekommen die gar nichts, by the way. When a unit is currently suffering from infected by parasite M bugs, upon a transport, keep on rolling for the effects. If a whipper swarm is generated in such case, set it up within 3 inches of the transport instead. Ja, Leute haben geglaubt, der Marker geht halt weg oder die, ne, man müsste nicht mehr würfeln in der Command Phase, wenn jemand einfach cheesy-like einsteigt. Ich meine, auf was für Ideen muss man kommen? So, ey, wenn ich jetzt einsteige, ist dann der Parasit weg? Bleibt er draußen an der Tür, weil er wie ein Vampir sich benimmt und nicht eingeladen wurde in meinen Rhino? Nein, funktioniert nicht. Und Leagues of Votan, ich muss euch leider enttäuschen, wir haben die Einigung, wenn die noch kein ordentliches, und das FAQ, was wir haben, ist ja nicht ordentlich, wenn die noch kein ordentliches FAQ rausbringen von Games Workshop, dann machen wir auch keins. Ich hab so viele Fragen bei Votan, ist unglaublich. Ich bin froh, dass ich noch nichts bei Votan judgen musste, aber so be it. Das waren die neuesten, super neuen Änderungen im WTC FAQ. Solltet ihr Fragen haben, jederzeit gerne mir schreiben oder auch nicht. Alright. Ihr könnt auch jetzt gerne Fragen stellen, während ich den Fragenkatalog unserer Astra Militarum Sachen raussuche. Wo ich aufpassen muss, in welchem Moment. Ich mache das hier mal kurz zu, weil ich nicht weiß, wo dieses Dokument aufgehen wird und ich das nicht teilen darf. Ja, das wäre shitty gewesen. Okay. Wo ist es? Da, okay. Also, während ihr hier mein tolles Paint-Bild anschaut. Es gibt ein Stratagem. Das nennt sich Overcharged Last Cells. Für Custodes? Nix für Custodes? Naja, Neuerung, ne? Moment. What the fuck? Adeptus Custodes. Nee, Neuerungen sind halt nicht drin. Also, brauchst du denn was für Custodes? Also gibt es... Nee, nicht brauchst du, das ist völlig falsch. Gibt es was Ungeklärtes bei Custodes? Wenn ja, dann haust du raus. Vielleicht können wir das hier auf dem kurzen Dienstweg klären. Aber ansonsten, nein. Da ist nichts Neues dabei. Hier ist wieder mein tolles Bild und jetzt sage ich euch, was wir halt für Sachen bei Astra Militarum haben. Falls ihr noch Interesse an Astra Militarum habt. Diese... Overcharged Last Cell Stratagem erlaubt euch 6 Mortal Wounds pro gegnerische Unit zu verursachen. Bei unmodifizierten Hitwürfen von 6. Wundwürfen von 6. Und ich kann gemütlich 12 Mortals verteilen und mit ziemlich guten Buffs, also zum Beispiel nehme ich eine Unit Karskin. Oder Karsriken. Ich weiß nicht. Spreche ich das richtig aus? Karsriken. Die ich halt super easy auf AP3 bringe. Ja, und vor allem, wenn du halt Barbicans Key auf denen nimmst und so weiter und so fort. Also du kannst halt so 18 Mortal Wounds bei denen machen. Und unser Vorschlag ist nur 6. Ja. Karsriken. Okay, danke. Unsere Frage ist das Stratagem Mount Up. Das ist ein Stratagem, nachdem du geschossen hast, darfst du einsteigen. Ob ich das auf eine Unit benutzen kann, während... Und ich gebe euch jetzt Kombos zum Spielen. Ziemlich spannend, bevor irgendwelche super deep Sachen und so rauskommen. Kann ich damit schocken und schießen und dann einsteigen? Denn technisch gesehen ist Einsteigen keine Bewegung. Ich muss nur vollständig in 3-2 sein, also within. Nicht holy within, sondern within.
Ich hätte noch eine zu den Thousand Suns. Darf ich Abaddon jetzt spielen, ohne meine Sonderringe zu verlieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, Raw geht das nicht. Bekommen Astra Militarum die gleiche Artillerie-Einschränkung wie alle anderen? Ja. Nein. Vielleicht. Leider dürfen wir das erst im Januar kommunizieren. Aber das jetzige Data Slate kannst du als null und nichtig ansehen. So. Embark macht doch immer eine fiktive Bewegung vorher. Das gucke ich mir jetzt mal an. Four Rules. Embark. Ja. Aber leider nicht in dem Strategy. Das ist das Problem. Also Strategy sagt halt, hey, du bist jetzt 3 Zoll. Einsteigen. Und nicht, du musst dich irgendwie bewegen. Und das ist nun mal... Ja. Also Stand heute zählt das jetzige Data Slate noch. Also ganz ehrlich, ich würde einfach das Data Slate ignorieren. Ignoriert, spielt nicht damit. Easy as that. Das ist nicht so schwer. Kann der GC den neuen Astra Codex als Brute Brothers nehmen? Aktuell nicht. Firstborn, ich danke dir vielmals. Und nächste Woche machen wir wieder mehr Malerei. Versprochen. Versprochen. Aktuell nicht, aber wie man sich helfen kann, ist, man nimmt das Keyword Regimental, also regimental, um die Brute Brothers zu nehmen. Das gilt auch für Secondaries und so weiter und so fort. Ja. Nehmt Regimental. Weil der Asra hat ja keine Secondaries. Das heißt, man kann nicht mal die Secondaries nehmen. Aktuell. Weil die Keywords dann nicht erfüllt werden, okay? Also, tut mir einen Gefallen. Spielt ohne Data Slate. Fertig. Ich habe den Anfang verpasst. Was mit. Ja, ich werde nicht alles wiederholen. So, die nächste Frage wäre. Upsi, dupsi, wo sind wir? Hier sind wir. Ja, nochmal. Das Data Slate gilt nicht für neue Astra Militarum. Tut euch selbst den Gefallen und ignoriert es einfach. Dann haben wir uns die Frage gestellt, ob der Vaunted Praetorian Tank Ace Issue sich selbst geben darf, also die Order sich selbst geben darf oder nicht. Genauso wie, wenn ein Offizier in der Command Phase durch das Mobile Command Vehicle einen Befehl gibt, aus einer Chimäre, und dann aussteigt aus der Chimäre, kann er dann noch Befehle geben, wenn ja, wie viele? Lustigerweise Raw kann ich einen Befehl geben, selbst wenn ich nur einen, sagen wir mal, ich kann nur einen geben. Ich gebe den aus der Chimäre heraus, aus dem Command Vehicle, sag du, schießen, whatever. Steigt dann aus und dann darf ich nochmal einen Befehl geben, weil ich bin ausgestiegen und dann darf ich wie eine Command Phase Befehle geben. Da steht keine Restriktion wie, wenn du nicht bereits Befehle gegeben hast. Was ziemlich stark ist. Die Ursula Creed, die coole Socke. Wenn die jemanden einen Befehl gibt, dann gibt es ja bloß eine Stärke auf die Waffe. Die Frage ist, wenn ich jetzt also, und die kann 3 Befehle geben, wenn ich also 3 Einheiten irgendeinen Befehl gebe, spielt erstmal keine Rolle. Und gebe dann andere Befehle durch andere Offiziere. Bleibt das plus ein Stärke? Oder nicht? Weil da hätte ich dann zum Beispiel 3 Units mit plus ein Stärke, was ziemlich cool ist. Indirekt schießende Mörser oder irgendwie sowas. Können Cadian Squads wirklich
zweimal die gleiche Waffe nehmen oder ist der Text da unten halt falsch mit nicht mehr als zwei von jeder Waffe dürfen genommen werden, weil ich kann eh nur zwei von den Waffen nehmen, ja. Und vielleicht sollte der Text ja lauten nur maximal eine Waffe kannst du nehmen. Nochmal für GSC-Spieler. Ich bekomme günstig den neuen Astro Militarum. Das sollte ich dann wohl lieber lassen. Warum? Warum sollte man das lassen? Ein cooles Buch. Geil, wurde ich letzte Woche beschissen. Womit wurdest du beschissen? Lieber Thunfisch. Ein Kreuzworträtsel? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Das mit Cadian Squads ist interessant zu wissen. Einen guten Sven B., das wünsche ich dir auch. Klassischer GW-Copy-Paste-Fehler. Naja, Copy-Paste wovon, ist halt die Frage. Ich behaupte, dass die nicht zweimal die gleiche Spezialwaffe nehmen kann. Ja, wir können alle viel behaupten. Oder der Text hatte da eigentlich nichts zu suchen. Oder. Es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten. Von daher müssen wir leider warten. Einer der Gründe, warum dieser Codex auf keinen Fall auf Turnieren zugelassen werden sollte. Wir können alle gerne spekulieren. Keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Außer mir, ist ja klar. So, der Warhammer Community Text hat gesagt, yo, Baneblade, voll gut. Die Türme sind umsonst. Problem ist, nicht laut Codex. Also, wie ist es? Wäre interessant zu wissen. Genauso wie alle Base Sizes. Es gibt so viele Hinweise. Facebook sagt, nee, die Heavy Weapon Teams sind jetzt auf 50mm. Andere sagen, nee, das ist Quatsch. Außerdem, wer ist Facebook? Ist das überhaupt eine Regelquelle oder wie auch immer? Also, was wir hoffen, was es irgendwann gibt, ist ein Base Size Dokument. Das wird aber sehr schwer, selbst für Games Workshop. In AOS gibt es das. Und ich wäre froh, für Games Workshop das einfach anzufertigen. Naja. Ja, aber da haben sie halt noch nicht so drüber nachgedacht und so. Hm. So, der Astra Militarum hat gegen mich trotz neuem Codex das Starter Slab. Moment, Thunfisch! Ich erkläre es nochmal. Das ist lediglich eine Empfehlung. Benutzt nicht das Data Slate. Okay? Dein Kumpel hat dich nicht beschissen. Aktuell kannst du Astra mit dem Data Slate spielen. Ich kann euch nur jetzt offiziell schon sagen, im Januar wird es gelöscht, von daher lasst es. Ja? Ja, das Buch kann ich dann für meine Brood Brothers nicht nutzen oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Na, momentan ist die Keyword-Problematik das Problem, weil noch keine FAQs draußen sind. Ja. Die Brood Brothers können natürlich mit Astra Militarum auch in der Zukunft spielen. Es muss nur ein Keyword gefixt werden. Jeder TO wird das auch fixen ab Januar. Du kannst natürlich damit spielen und man einigt euch. Und ganz ehrlich, bei Bier und Brezel spielen an der Platte sehe ich da überhaupt keine Probleme. Und wenn man wissen will, welche Units man benutzen kann, sollte man sich nach dem neuen Keyword Regimental orientieren. Naja, das Buch existiert und warum bannen? Sonst dürfte ja keiner vor dem ersten FAQ gespielt werden. Hä? Was meinst du mit... Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wen meinst du mit bannen? Wir sollen die aktuelle Base-Size einfach mit in den Codex packen. Naja, aber die wollen Spielern nicht vorschreiben, die ganze Armee zu rebasen. Ja, weil das führt zu... Das ist Käse. Auf dem Competitive-Level okay. Aber der Competitive-Umsatz weltweit ist keine 10%. Kompetitiven Spieler und die Spieler, die sich nach den kompetitiven Spielern richten, sind ein ganz, ganz kleiner Teil. Gegen den Baneblade mit T9 30 Leben,
Feierhose, aber von Tamed hatte ich einfach gar nichts. Ja, ein Outscrossness. Wie sieht das mit Rough Riders aus? Darf man die schon spielen oder muss man warten, bis die neu aufgelegten zu Verkauf stehen? Was heißt, darf man... Also... Moment, also ich glaube, wir müssen hier mal... Tür aus Ravenous auf 40 oder 50. Für dich 60. Also, wir müssen hier mal was klarstellen. Wenn ich von Empfehlungen spreche, ja, dann ist das meistens auf dem kompetitiven Level. Wenn ihr zu Hause zockt, könnt ihr zocken, wie ihr wollt. Ja? Auf Turnieren hat selbst Games Workshop gesagt, aus verschiedenen Gründen, nicht den Codex zuzulassen. Okay? Und das will keine Turnierwelt. Keine Turnierwelt will den Codex zulassen. Was ihr zu Hause mit eurem Buch anstellt, ist mir scheißegal. Ja? Ich verbiete das Buch nicht. Ich empfehle euch, wenn ihr es benutzt, was ich als Astra Militarum Spieler auf jeden Fall machen würde, ja, dann würde ich das Dataslate nicht benutzen. Das ist meine reine Empfehlung, weil ich nun mal mit Sicherheit sagen kann, hey, das Dataslate wird gelöscht. Wenn ihr das unter Freunden trotzdem gemacht habt, dann ist das überhaupt kein Problem. Es ist immer noch ein Spiel, okay? Auf der kompetitiven Ebene wird das nicht passieren. Wie siehst du das mit Rough Riders dazu? Also ihr könnt alles benutzen zu Hause, was ihr wollt. Die Pferdchen, klar, wenn ihr die richtige... Also, es kommt keiner und verbietet euch mit euren Plastikminiaturen zu spielen. Auch nicht mit Rough Riders. Quasi das gleiche Problem wie bei Wotan damals. Bei Wotan gab es ein anderes Problem. Da kam die Entscheidung von uns und nicht von GW. Da, also die Entscheidung, Wotan nicht zuzulassen, haben deutsche TOs, eine Handvoll, tatsächlich eine kleine Handvoll, beschlossen. Und das hat eine Welle geschlagen. Seitdem sind wir im engen Kontakt mit Games Workshop und arbeiten auch sehr zusammen. Und Games Workshop hat uns dieses Mal gebeten, zu sagen, hey, Astra Militarum, und das gilt weltweit. Selbst LGT, selbst das Turnier nächsten Samstag von Zach Addington, das in Leicester, wurde ich eingeladen als Judge, aber ich kann leider nicht. Also eigentlich würde ich am Freitag nach England fliegen, um zu judgen, aber nein. Ich kriege das gerade nicht so auf die Kette. Selbst England verzichtet auf den Astra Militarum Codex. Momentan. Und zwar bis der Codex einzeln zu kaufen ist. So, Tyras Ravenous kommen auf 80 mm Basis. Umso öfter ich den Satz lese, desto mehr Millimeter kommen drauf. Moin, Steezy. Steezy Manisi. Okay, wo waren wir mit unseren FAQ-Fragen? Ah, witzig. Also Baneblade, klar, die Türme, die sind nicht umsonst aktuell in dem Codex und ja, wäre cool. Florian, was genau findest du schade? Erklär dich mal bitte, das würde ich super gerne wissen. Unsere nächste Frage wäre, wie die Aegis Defense Line aufgestellt wird. Also, muss ich einen Kreis machen? Kann ich ein Dreieck machen? Kann ich sie in einer Linie lassen? Ja, da gibt's, also da, das Buch alleine, selbst wenn die Unit, wenn die neue Aegis dann im Januar zu kaufen ist, wie stelle ich die auf? Muss ich 3 Zoll Abstand halten zu anderem Terrain und so weiter und so fort? Das ist voll lustig. Was sind ja eigentlich, wenn man das alte Aegis nimmt, sind es Einzelteile. So, was kann ich daraus alles machen? Genau, also ob Games Workshop möchte, dass wir das auf eine bestimmte Art und Weise aufstellen, das wäre interessant. Und welches Terrain-Feature hat das Ding jetzt eigentlich? Denn es hat das Keyword Area Terrain und in dem Satz, sobald es aufgestellt wird, verwandelt es sich in ein Obstacle. Okay, cool. Wie mache ich es jetzt? Ein Obstacle Area Terrain ist einzigartig.
um es mal so auszudrücken. Und die nächste ist auch gut, vor allem weil wir das Thema ja schon hatten mit Celestine eben und auch, ne, anderen Units, die Multi-Wounded Sachen machen können. Die Armored Sentinels, die auch auf einer neuen Base-Size stehen und wesentlich größer sind, die stehen jetzt auf 80 mm, glaube ich. Wenn die Plasma-Waffen benutzen und overchargen und einzeln rollen, dann steht da The Bearer suffers a mortal wound. Das heißt, wenn ich drei Sentinels in einer Unit habe und die werden nicht gesplittet zu einzelnen Units, dann könnte ich drei einzelne verwundete Modelle haben und eine Multi-Wounded Unit wollen wir ja nicht haben. Deswegen glauben wir, hey, pass auf, ihr habt da das Wort Unit vergessen, Bearer's Unit, so wie auch bei anderen, bei Tau Crisis Suits oder so. Genau. Ich finde das Buch sehr interessant und bin drauf und dran, endlich mal 2K-Spiel fertig zu bekommen. Okay. Und wo ist das Problem? Also, das erklärt sich jetzt nicht, was du schade findest. Ob ich da damit jetzt sofort wegfahren würde, weiß ich noch nicht. Aber Bock hätte ich drauf. Auf Turnieren? Oder wie jetzt? Ich glaube, die letzte Frage, die wir haben, ist der Master Tactician. Das ist ein Waller Trade, den ich haben kann. Und das ist einer der wenigsten Waller Trades, oder ich glaube der einzige Waller Trade, wo nicht drin steht, dass wenn ich meinen Redeploy durchgeführt habe oder sie auch in die strategische versetze, dass das keine CP kostet. Das gab es vorher nicht. Also kostet das jetzt CP, wenn ich den Redeploy benutze, um meine drei Bane Blades in die Reserve zu schicken? Natürlich kann ich keine drei Bane Blades haben, aber ihr wisst, was ich meine. So, laut dir siehst du es als Problem, die jetzt auf einem Turnier zu bringen. Beziehungsweise GW. Ja, das sehe ich so. Und das sieht momentan auch jeder TO so, den ich in Deutschland kenne. Wir haben einen nicht ausgereiften Kodex mit mehr als einer Handvoll Probleme. Mit einem Buch, wo nicht jeder darauf Zugriff hat, weil er in einer Limited Edition Box rausgekommen ist. Ja, für die Turnierwelt sehe ich da mehr Probleme. Und hab da auch gar kein Verständnis für, wenn jemand sagt, ich möchte aber damit unbedingt auf Turniere. Wenn du unbedingt mit Astra auf Turniere spielst, willst, dann nimm das alte Buch. Wenn du das neue Buch spielen willst, dann tu das bitte in einer nicht kompetitiven Umgebung, wo Spielern, die dafür Geld bezahlen, wichtig ist, ein ausgewogenes oder ein, so gut es eben geht, ausgewogenes Spiel zu haben. Und ich wusste, dass jetzt ein Argument kommt wie, ja, welcher war da schon Day One ausgereift? Okay, die Sache, die sich halt jetzt gerade ändert, ist, dass Community und Games Workshop zusammenarbeiten und wir alle dieses Thema ein wenig ernster nehmen und uns nicht alle Turn One von der Platte blasen wollen. Und deswegen haben wir FAQs, wie zum Beispiel von der WTC, die Shenanigans und so weiter unterbindet. Ein Relikt aus der Vergangenheit als Argument zu benutzen, es wieder zu tun, ist Schwachsinn, leider. Weil wir arbeiten daran, das Spiel für alle fair zu machen. Und dann sowas. I don't get it. Das ist wie so ein Bufflim, nimm das in die Fresse. Kommt nächstes Jahr ein neues Ultramarine Supplement. Bitte benutzt deine Kristallkugel. Mäh. Aber Dark Angels können sich freuen. Ich hätte sogar noch einige Fragen für Wotan. Wobei, weiß nicht, ob das so interessant ist für euch. Ach, es sind sogar eh nur zwei.
funny. So, ich habe gehört, jemand möchte ein kleines Giveaway machen. Okay, das Lied ist echt ein bisschen übertrieben, Tobi. Wo ist mein Epidemic Sound? Ach da. Skip! Ich gehe jetzt erstmal eine Runde Dark Tide spielen. Muah, das streame ich. ...21:30, du hast es gesagt. Dark Angels, ich höre. Jan Vollmann, Wotan findest du interessant. Klar, aber mach, worauf du Bock hast. Okay. Jetzt, gerade mal für mich, weil ich eben nicht alles mitbekommen habe. Astra-Codex auf Turnier erst ab FAQ. Nee, Astra-Codex erst auf Turnier ab Solo erhaltbar. Das ist, welchen Charaktertyp spielst du bei Dark Tide? Ich spiele einen, doch klar, einen Preacher. Das ist, also, ich spiele eine Repentia, actually. So. Wotan. Ja, es sind eigentlich nur zwei Tokens, weil wir haben so eine Broken-Geschichte gefunden, womit ich jemanden in zwei Zügen getabled habe. War ziemlich dumm. Wenn eine Beamwaffe eine Attacke macht, also abgesehen davon, dass es ein riesen Kotzsalat ist, zum Slow-Dicen, vor allem wenn man eine Hyper-Beam, also die große Beam-Waffe benutzt, ja, und die durchkreuzt eine andere Unit auf dem Weg dahin und macht dann einen Verwundungswurf, zählt es dann vorher schon, dass sie getroffen hat, diese Unit? Also, hat sie einen Hit gescored oder hat sie einen Hit gescored? Und dieses Hit-Scoren gibt es halt nicht. Vor allem, wenn es halt um Pulse Burn, Discharge oder halt Core Buster Fire Pattern geht, ne? Denn das macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt mit einer Waffe, die entweder 2 bis 4 Hits auf einer Unit macht, oder eben 6 bis 12 Hits auf 3 Units, die sie halt durchkreuzt. Und das sind dann für 1 CP 12 Mortals, finde ich. Sexy. Aber broken. Okay? Und das muss halt adressiert werden. Weil sobald die Leute das dann halt spielen, wird es dann sehr, sehr schnell verrückt. Aber das Lied mag ich auch nicht. Das kenne ich. Das ist okay. Okay. Und dann haben wir noch, when using a beam weapon and making an attack that crosses an intervening unit, do judgment tokens on those intervening units have any effect? Also wenn ich eine 6 beim Treffen würfel, ob ich dann automatisch verwunde, weil das gibt es auch nur explizit bei einem Hit. Und es gibt noch andere Stratagems, die halt besagen, okay, wenn diese Unit dann einen Judgment Token hat, passiert dies und das und tralala. Aber wir wissen halt nicht, ob das ein echter Hit ist oder nicht. Und das ist schwierig, um es mal milder auszudrücken. So, Giveaway Time! 21:30 Uhr. Wir vergeben. Nein. Ja. Buttons. Und zwar. Bam! Diese Buttons, wo Data Retrieved oder Raised Banner draufsteht, von einer Firma namens Direct Button. Direct Button. Der hat uns eine kleine Auswahl für die ganzen Kings of the Hill zukommen lassen. Ihr hört es schon rascheln. Hier haben wir einmal Necrons für den lieben Adrian. Wir haben hier einmal Craft Worlds für den Manuel Bell. Drittplatzierter aktuell im
Team Germany Ranking. Wir haben hier einmal League of Wotan für den lieben Lemmy Boy. Wir haben Thousand Suns für unseren Major. Wir haben... das sind lila Marker für Chaos. Ach, wie heißen sie denn? Noise Marines? Ja. Und wir haben Death Guard für den Icarus, aka Martin, aka bester Space Marine Spieler der Welt. Und wir haben einmal Chaos Space Marines für den lieben Matthias, aka Quark, aka Erstplatzierter aktuell in Deutschland. Und nochmal Chaos Space Marines, ich glaube... Moment, zweimal Chaos. Vielleicht habe ich Chaos einmal zu viel, wer weiß. Oder ich habe gerade einen King vergessen. Ah! Micha Gemicke, oder? Kann sein. Also, wir haben einen Haufen voller Bips, Blips, Dips bekommen. Und einmal diese generische Banner und Data Retrieved Packung. Geben wir jetzt weg. Uah, Florian, hab das Gefühl, der Psionika ist der stärkste, was Damage angeht. Aber man muss auch mal machen lassen. Mhm. Ja, vor allem, wenn er diese psionischen Kugeln rumwirft. Alrighty, righty, righty, righty. Oh, ich hab auch noch was ganz anderes eigentlich zum Zeigen. Hm. Entschuldige bitte. Ich hab mich ja vergessen, ja, dann soll der Chaos nehmen. Mir ist egal. Wie würdest du das dann derzeit machen, wenn jemand Wotan zockt und das nutzen mag? Ich würde es nicht erlauben, weil ich spiele Wotan und ich möchte das Spiel nicht kaputt machen. Ganz einfache Kiste. Ich bin gerade am Struggle in Death Guard oder warten auf World Eaters. Oh mein Gott, World Eaters. Es hat aber gedauert, bis das jemand anfängt. Meine neueste Armee wird World Eaters. Nachdem Wotan... Nein, meine nächste Armee wird World Eaters. Nicht bis Wotan bemalt ist. Das dauert zu lange. Aber ja, es wird meine erste Chaos-Armee. Mega. Und ich freue mich auf Voshtar, wenn Voshtar am Start ist. Sobald der da ist, kaufe ich mir Abaddon und baue mit euch zusammen ein, wie heißt denn das? So ein... Blut für den Blutgott! Au! Ah, wie heißt denn das? Diorama? Soll ich mich gleich für Wotan am Ende... Safe dann erstmal auf HQ warten. Dark Triumvirat. Das wäre sexy, wenn so eine Box rauskommt. Ich glaube, ich habe ganz große Zweifel, dass diese... ja, moin, die Donut drin waren beim Giveaway mitmachen. Ich wusste es. Nee, Spaß. Dass diese Armee verkauft wird, das bezweifle ich ganz, ganz stark. So aufwendig, wie die bemalt ist. Hätte Bock, Wochenende mit ein paar Korndämonen zu spielen. Meinst du, lohnt sich ein paar Bloodletters zu pinseln? Blut für den Blutgott. Okay, dann mach ich auch World Eaters. Ey, die werden so freaking sexy. Mann, ich will jetzt das Giveaway mit euch machen. Moment. So, Moment, da. Wer es noch nicht gesehen hat. Bam! Könnt ihr einmal in diesem Video Hashtag nicht Hashtag Blut für den Blutgott. Hashtag WTC eingeben. Für Lims neue Position. Ah.
um bei dem Gewinnspiel mitzumachen. Was gibt's zu gewinnen? Einmal so Tokens, um eure Banner darzustellen und nach Moondata. Und da ist noch eine Businesscard dabei, falls ihr Buttons bestellen wollt. Alles weitere da in dieser Box. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, dieses Video verlinkt euch zu der Seite oder zu dem Video, was ich aufgenommen habe, den sogenannten Vlog aus Amerika. Genau. Das war ziemlich cool, die Erfahrung in Amerika, als ich in New Mexico gejudged habe. Und freue mich megamäßig auf England. Bauzi, bauzi, bauzi. Oh, Davina startet mit Necrons. Wie cool. Habe ich gerade so gesehen. Da habe ich meine Fenster auch alle nicht so unter Kontrolle, ey. Bruh. Geil. Eine Regelfrage im Regelkanal. Wenn Celestine in der Charge-Phase durch Aufpralltreffer stirbt und sie am Ende wieder aufsteht, kann dann die gecharged Einheit in sie reinpeilen und attackieren? Oder B, Celestine theoretisch vorher noch eine heroische Intervention durchführen. Also A ist korrekt, die gegnerische Einheit darf reinpeilen. Und B ist, glaube ich, das Timing-Issue. Celestine steht wieder auf End of Phase und heroische Intervention End of Phase, aber der chargende Spieler ist zuerst dran, deswegen sagt er heroische Intervention Step jetzt zuerst, weil zwei Regeln zum gleichen Zeitpunkt und jetzt stehst du bitte auf. Und B, aktiver Spieler entscheidet. Ich werde das Ganze aber jetzt kontrollieren folgendermaßen. Ich gehe, und so würde ich das auf jedem Turnier auch machen, in die Core-Regeln und schau mir nochmal den Passus Core Heroic Intervention an. So, Heroic Intervention whenever unit bla 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 bla. Nein. Wir müssen in die Charge Phase. So, Charge Phase. Nach den Charges. Charging over Terrain. Flying when charging Overwatch. Performing an Heroic Intervention. Once all opponent eligible characters, units have performed... Ah, okay. Da oben. Your opponent can now select... Okay. Charge fails and no models. Okay. Wow, witzig. Also, erst Heroics, dann, aufstehen. Das Timing-Issue ist relativ einfach, denn die Charge-Phase ist in zwei Steps unterteilt, einmal in die sogenannte Charges,
Also steht der erste Satz. The charge phase is split into two steps. First, you charge with your units. Then your opponent performs heroic intervention. Dann hört die Phase auf. Dann steht Celestine wieder auf. Aber witzig. Egal wie einfach eine Frage klingen mag, ist es unglaublich wichtig, alle Regeln immer belegen zu können. Ich kann nicht einfach sagen, Leute, so und so ist es. Ja. Grauzone Couch. Servus. Abend. Außer der Typ hat einen Revolver und alle haben Angst vor dem Nerfgun. Ja, das war so lustig. Kennt ihr jemanden guten AOS-Discord? Ich kenne eigentlich nur den von Mini Paradise. Und dann hört's auch schon auf. Hallo? Herr Konstantin. Wie geht's dir? So, jetzt gucken wir mal, wie viele Comment Grab, YouTube Random Comment Generator. Ihr wisst, wie es läuft. Nam nam nam. Zack, zack. Okay. Wir gehen hier auf die Website. Geben das hier ein. Include, nee, Filter Comment on Specific Test. Hashtag BTC. Ich bin gerade mit Base-Bestaltung beschäftigt. Ich hoffe, du hast trotzdem beim Giveaway jetzt mitgemacht. 1 plus 8 ist 9. Wir graben die Comments und sind 28 Comments. Okay. Immerhin. Ich gebe euch nochmal 2 Minuten, um beim Giveaway mitzumachen. Nicht, dass jetzt jemand den Pinsel verschluckt hat beim Tippen oder sonst irgendwas. Noch brutaler Anfänger und man fuchst sich so rein. Aber manche Sachen sind auch so umständlich kompliziert geschrieben, von Übersetzung will ich gar nicht reden. Verstehe ich. Noir, hier in dem Chat bringt Hashtag WTC nichts. Du musst auf den Videolink da oben gehen. Aber Ständchen für Effort. Ja, das mit dem kompliziert Schreiben ist natürlich auch bewusst so gemacht, dass möglichst wenige Regelfuchser probieren, Sachen zu biegen und zu brechen. Und leider ist es dann so, wie mit Gesetzestexten. Mini Paradise for AOS, oh yeah. Ey, Lim for AOS, ich hab ein Top-Table gejudged, ja? Das war witzig. That was funny. Ich pflücke gerade eine 1000 Suns List auseinander und es macht jetzt schon keinen Spaß. Ich pflücke gerade eine 1000 Suns List auseinander. Also auseinanderpflücken wäre für mich besiegen. Ja? Und es macht jetzt schon keinen Spaß. Oder pflück dich eine 1000 Suns List auseinander. Oder, hä? Oder lernst du gerade eine Liste und du verstehst sie nicht? Oder helf mir auf die Sprünge. What is it? So, Zeit ist abgelaufen. Ich gebe hier nochmal ein. Zack, get YouTube Comments. Und da sind wir bei 35. Auf einmal, ne? Auf einmal. Und wo ist jetzt der Button? Ach da. Seht ihr natürlich hier. So, jetzt drück ich hier auf den Button. Und in 3, 2, 1. Es gewinnt. Hahaha!
der Noir TV, dem ich nochmal richtig geholfen habe. Wo? Ich grüße dich zurück nach Hamburg. So, lieber Noir, ich erkläre dir das mal jetzt, wie das jetzt folgendermaßen abläuft. Car of the Hill 2 at gmail.com. Entschuldigung fürs Schniefen und so weiter. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Bitte schreibe uns eine E-Mail und schreibe dazu, was du gewonnen hast und deine Adresse und so weiter und so fort. Dann wird dir das in den kommenden Wochen zugeschickt. Für all diejenigen, die jetzt noch auf Gewinne warten, ich weiß, ich wurde auch schon angeschrieben. Ich war 2 Wochen im Urlaub, ich muss hier erstmal selber ein bisschen klar Schiff machen. Ihr bekommt eure Preise safe. Genau. Ach genau, wo war das denn nochmal? Ich kenne mich ja so überhaupt nicht aus. Oh, ich zeige gerade mein Facebook. Okay, cool. Best Coast Pairings. Mit denen arbeite ich jetzt relativ eng zusammen. Das ist ganz geil. 2TT bei der E-Mail. Oh, nee, sorry. Da ist ein T zu viel. Ah, sorry. Car of the Hill. 2TT.com. Es tut mir leid. Ich schaue mir eine Liste an und brüssel auf, was sie macht. Und es macht mich jetzt schon keinen Spaß mehr, ohne gegen sie gespielt zu haben. Das ist voll easy bei Thousand Suns. Schieb mir die Liste rüber, ich nehme sie dir auseinander. Die machen Mortals, die schießen, die machen noch mehr Mortals, die gewinnen. So, wir suchen ein Event, ja? Dieses Event war... Moment. Within a week, within... Last month, sagen die ja. Nee, ich will nicht last month. Ich will... Ich will nicht within a week. Ich will eine Woche davor. Within 2 weeks. Within this week. This month. Nicht next month. Ist ja witzig. Ja. Toll. Da müssen wir all dates nehmen und sagen Games Workshop... Wir geben Venue ein. New Maxi. Oh. Okay. Albuquerque kann ich noch eingeben. Okay. Ich wollte eigentlich das Games Workshop Event suchen. Duke City Games Workshop. Zweite Seite vielleicht? Nein. US Open. US Open. Ha! US Open New... Nein. Maxi, nein. US Open Seattle. US Open One. Moment. Ah, hier. US Open, Albuquerque, Warhammer 40k, Grand Finale. Best of all. Und jetzt kommt's. Hoffentlich. Hier steht's gerade nicht. Moment. Das waren die Teilnehmer. Oh nein. Best of all. Vielleicht hier. Keine Ergebnisse drin? I don't get it. Wait. Wieso sind hier keine Ergebnisse drin? 7 Runden. Nur das eine Age of Sigmar war 6 Runden. Ich glaube, es war bei WhatsApp.
Boop. Ach, ich will doch nur. Moment, New Mexico Team. Guidelines. Vielleicht doch nur was Cooles zeigen. Bam! King. Nee. 40k Final Stream. Nee, ich glaube nicht. New Mexico Team. Okay, da. Gibt es natürlich wahnsinnig viele Fotos noch. Das. Ich finde es. Facebook in der Gruppe suchen? Nee, ne? Ach, schade, ich find's nicht, glaube ich. Kann man das suchen? Gruppe suchen? Chat suchen? Wo verlassen? Nein. Schade. Okay. Denn BCP hat eine neue Funktion. Für alle, die sich wundern, was macht der Typ hier gerade? Rumgucker, ich grüße dir was. Mail ist raus. Vielen Dank, Noah. Und zwar bei den Events und wahrscheinlich über die App ist es dann anzeigbar, stehen hier unten, wer hat die, ist es eine neue Funktion, die jetzt eingefügt wird, wer hat das Event gejudged, organisiert und so weiter und so fort. Da steht mein Name beim offiziellen GW-Event. Ah, ich bin so stolz drauf, sorry. So, Freunde der Sonne, Giveaways raus. Habt ihr noch Fragen? Wir können noch ein bisschen Q&A machen, dann geht's für mich aber in die Kiste. Beziehungsweise mit meinem US-Account Darktide spielen. Was? Server sind doch down. Ja genau, deswegen spielen wir auch in Amerika. Dragon baut auch eine neue Armee. Ah, Astra Militarum. Nice, nice, nice. I see what you did there. Eine afrikanische oder europäische Schwalbe. Was? Achso, da. Was ist die Geschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Eine unbeladene Schwalbe. Ich sag mal 78 km/h. Europäisch. Lim, hast du das Gelände schon von der Discord-Gruppe? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Habe auch schon überlegt, das zu kaufen. Meinst du dieses Gelände hier? Ist das Gelände, was ich natürlich noch zusammenbauen muss. Irgendwo, irgendwie. Genau das. Okay, kleinen Moment.
Okay, geil. Warte mal. Ich kann euch, da hinten kann ich euch nicht lesen. Aber, ich kann mein Handy ja nehmen, oder? Wenn ihr mich hier hören könnt, ist das geil. Mensch. Das ist die neue Art zu streamen. Da. Ja, also, du willst wissen wegen dem Gelände. Also hier habe ich ein aufgebautes Gelände. Hier habe ich natürlich die andere Farbe vom Gelände. Ich habe den Karton noch nicht mal aufgemacht. Aber nur für euch meinten jetzt auf. Kamera scharf gestellt oder ist... Alles scharf, jetzt bin ich... Geil! Das war im Karton. Also die Brustmarker sind super sexy. Danke für eure Team. Ja, unterscheidet sich nur in den Farben, ja. Lass mich raten. Wollt ihr noch ein Geländeset sehen? Wenn ihr uns selber überfallen. Ja, hab ich. Set. Ja, okay, den Rest können wir noch runter. Magst du uns fixen können? Ja, kann ich machen. Ich habe von PK Pro für nächste Woche eigentlich gedacht, euch zum Testen. Neuen Farben, die noch nicht auf dem Markt sind. AK Bal Exo Farben. Da habe ich ein paar Sample-Packungen. Also das sind keine Sample-Packungen, das tatsächlich. Dann habe ich exklusive Miniaturen. Ich habe neues AK Diorama Zeug. Das ist einmal Lake Ground Diorama, Sunrise Blaze Diorama, AK. Dann habe ich AK Fedder bekommen. Dann habe ich Liquid Pigments bekommen. Da muss ich jetzt mal googeln, wie man die benutzt. Das ist einmal Acid Yellow, das sind Enamels auch. Aber Green Skin Soil, auch eine Miniatur, also das ist Red Fox Cup. Ja. Ist ja witzig. Kann ich demnächst von da hinten aus streamen? Funny! Bist du nah an mein Gesicht, ey?
So. Das hier ist die Optik des Geländes von Benny. Also das ist eine Wand. Die sind beidseitig bedruckt. Ziemlich cool. Das steckt man zusammen und dann... Mega. Also super geiles Material. Jetzt bellt natürlich mein Hund. Diesen Hund, das bist du. Okay. Bitte. Hängt die da. So, das hier ist dieses ganz neue Dual Exo Scenery. Und Dual Exo. Brandneuen Farben von AK. Die haben sie uns direkt aus Spanien zugeschickt zum Testen. Vielleicht können wir mit AK Interactive bald mal zusammenarbeiten. Wäre ziemlich cool. Ja, also das MDF vom Benny Battleground. Ich weiß leider nicht gerade wie sein Shop heißt. Es tut mir leid, Benny. Battleground. Oh, warte. Battleground Tabletop. Battleground minus Tabletop ist Bennys Shop. Da seht ihr das ganze Gelände. Davon haben wir uns erstmal ein paar Sets geholt. Und wahrscheinlich kommt diese Woche kein Battle Report, was ein bisschen schade ist, aber so be it. Wir haben alle viel zu tun. Der Adrian hat am Dienstag nochmal seinen coolen Twitch-Stream, den bitte nicht verpassen. Und zum anderen dreht er am Samstag einen Battle Report mit, ich glaube, dem neuen Astra Militarum, mit seinem Death Corps auf Krieg. Und wir verlosen ein Set mit Matte. Okay? Dienstag? Donnerstag. Wenn ich Adrian Dienstag gesagt habe, meinte ich natürlich Donnerstag. Entschuldigung. Ich meinte Donnerstag. Und der dreht am Samstag, wie gesagt, ein Battle Report. Und in dem Battle Report verlosen wir ein Set Matte plus Gelände. Kennt ihr schon meine neue Games Workshop Würfelbox? Okay, ich glaube, ich habe es dir letztes Stream schon gezeigt, ne? So, Freunde, 22:05 Uhr. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. War mal was anderes. Ja. Lim, was kann man schon zu dem Turnier nächsten November sagen mit 300 Mann? Gar nichts. Das ist geheim. Ich weiß gar nicht, wie du an diese Informationen gekommen bist. Da haben alle reingewürfelt. Richtig, da haben alle reingewürfelt, Jan. Da haben wirklich alle reingewürfelt auf dem Stream. Das ist das Stream-Würfelbrett. Muahaha. Ich benutzt. Wow. Der Noir hat hier seine Test-Mini zeigt, die ist voll gut, ey. Boah, die ist richtig gut. Die muss ich mal zeigen hier im Stream. Moment.
Du kannst mich gerne privat noch was fragen, ist überhaupt kein Thema. Konnte erst am Ende zustoßen, aber schöner Stream. Der Noir, der jetzt gerade erst zustoßen konnte, der hat diese Miniatur hier bemalt. Und ich finde die ziemlich sexy. Like, wow. Die ist richtig gut. I like a lot. I really do like a lot. Ist echt schön. Ja, ist hat bestanden, würde ich sagen. So, das hier ist Bennys Shop. Genau. Schön genörgelt. So, Kristallkugel. Tja, da musst du leider ein bisschen abwarten noch. Was kannst du zum Malweh sagen? Wird es das noch geben? Zum Malwochenende? Meinst du das? Oder bin gerade durcheinander? Ja, Mini ist echt geil. Gute Nacht, bis nächsten Dienstag. Markus Bauer, vielen Dank. Dir wünsche ich auch eine gute Nacht. Und bis Dienstag natürlich. Steht da auf dem Schlauch, was ist mit dem Bemalwochenende? Welches Bemalwochenende war da? I don't know right now. Gute Nacht, Sushi. Gute Nacht, Jan. Kannst mir eventuell nochmal schreiben, welches Bemalvideo. Wochenende. Genau. Aber ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Alle die Ohren steif, wenn irgendwas ist, schreibt uns gerne. Entschuldigung, Emma, das war einer der Wotan-Münzen. Schreibt uns gerne eine E-Mail, haut uns das Discord an oder. Und ja, wie ihr wisst, jeden Dienstag live hier auf YouTube und donnerstags live auf Twitch mit dem lieben Adrian. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Gib mir ne Mini und ich fange an zu bassen. Shop Jump Dexter, ich fange an zu bassen. Hol den Holzleim raus, baller mit dem nahen Old. Lieber von Revell, steinhart wie ein Gargoyle. Trage Farben auf wie ein Bomber Napalm. Male kleine Blitze auf die Schwetter wie Radarfallen. Ich mal halt. Punkt für Punkt wie Hakim, the Dream. Alles für das Team, Kings of the Hill. Und hast du keine Ahnung, geh nach links und chill. Was soll ich sagen, Mann, ich liebe dieses Hobby. Und kommst du aus Ultramar, frag doch einfach Bobby. Ist okay, viele Leute wollen nur spielen. Ist okay, lass die Würfelrolle mit Stil. Aber hey, was wollen die ollen Kings hier? Die kommen und holen Platz 1 bis 4. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Shop Jump Dexter. Plane meine Züge so wie Nathan sein Vater.
wart mal, hab ein nasses Märmel und deine Minis kommen nach dem Battle aus dem Sperrmüll. Auch wenn ich sehr will, Spaß hat die Prio 1. Alles, was ich mache, für die Vibes. Lieber Zitadell oder Nikes. Auch das Kettenschwert kommen Spikes. Für jeden Bat-Rap kommen Likes. Zeig auf Snapchat, Attack Vibes. Jederzeit bereit, in die Schlacht zu ziehen. Für die Ewigkeit seiner hohen Macht zu dienen. For the Emperor. Dieser Satz ist real, also mach keine Faxen und fang an zu spielen. Liebes und mach's, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen nice, wenn 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und mach's, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen nice, wenn 40k ist das.